Ja, willkommen zu einem weiteren Blog bei schnupsen.com. In diesem Blog geht es um das Spiel bei der letzten Karte im Ballon. Ich habe dazu im Text schon einiges erwähnt. Am besten es lässt sich vorher den Text einmal durch, dann kannst du das Video besser verfolgen. Ist ein relativ wichtiges Thema. Wie spiele ich, wenn jetzt nur noch eine Karte im Ballon ist? Wir betrachten das Ganze nur aus jener Sicht, wenn der Gegner ausspielt. Wir gehen gleich einmal in die erste Hand rein. Ich habe zwei Spiele für euch vorbereitet. Das erste Spiel ist durch die Entscheidung relativ leicht, nur damit das ein bisschen zu Beginn leichter verständlich ist. Die erste Hand ist nur relativ einfach. Die Entscheidung ist relativ einfach, ob man hier sticht oder nicht sticht. Wir gehen einmal in die Hand rein. Das zu Beginn ist mir jetzt nicht so wichtig, am Schluss dann ist es dann entscheidend, wie man dann reagieren, wenn die letzte Karte im Talon nur noch liegt. Ja, zu Beginn gibt es, also wir spielen aus, gibt es eigentlich meines Erachtens nur zwei mögliche Karten, die man ausspielen kann, entweder den Pik König oder den Eichel Buben. Ich entscheide mich hier für die etwas offensivere Variante, für den Pik König. Es kommt auch immer auf die Spielstärke von meinen Gegner drauf an. Der Gegner ist vielleicht jetzt nicht allzu stark, deswegen beginne ich mit dem Pik König. Auch mit der Gefahr hin, dass er das Ass im Hintergrund hält und vielleicht jetzt dann nur drauf gibt. Also wir gehen jetzt rein in die Hand. Ich spiele den Pik König. Der Gegner ist hier relativ aggressiv, sticht gleich mit Adut 10. Die Gefahr ist, dass der 40er beim Gegner drüben ist. Die Gefahr ist auch, dass der Herz 20er beim Gegner drüben ist. Das heißt, ich muss schauen, dass ich mit meiner Hand was raushole. Also hier habe ich sicherlich nicht die beste Hand, aber ich versuche mit Cleverness, mit Spielstärke entgegenzuhalten. Der Gegner tauscht, Adut Ass, macht seine Hand noch stärker. Er spielt jetzt den Herzbuben rüber. Ich muss was stechen, also draufgeben würde ich nicht. Das Ass würde ich jetzt nicht schonen, weil, wie gesagt, der 40er fehlt, also ich muss hier fast stechen. Es gibt meines Erachtens nur die Option mit dem Herz Ass. Jetzt hebe ich das Pik Ass rein und auch hier gibt es jetzt nur eine Möglichkeit, meines Erachtens den Pik Zehner zu spielen und ihm ein weiteres Atut rauszulocken. Er sticht mit dem Adut Ass. Ich hebe die Herz Dame rein, das heißt, der Herz 20er fällt schon mal weg. Hier gibt es ebenfalls nur eine Karte, die man draufgeben sollte, das ist der Eichel Bube. Und ich hoffe mal, dass er weiterhin den 40er nicht hat. Und jetzt sind wir schon bei der Situation, dass nur noch eine Karte im Talon liegt. Hier ist es relativ einfach. Ich muss stechen, weil ja der 40er abgeht. Wenn ich jetzt da drauf geben würde, hätte der Gegner den 40er und ich verliere das Spiel. Das heißt, ich muss stechen mit dem Pik Ass und jetzt hebe ich den Karo König herein. Auf was möchte ich hinaus? Warum habe ich gerade dieses Spiel ausgewählt? Ich sehe hier sehr schön, ich habe drei Stiche. Das heißt, ich werde das Spiel gewinnen. Also relativ eindeutige Situation. Wie spielt man, wenn man die große Gabel hat? Wie wird man die Stichabfolge wählen? In den meisten Fällen ist es so, dass ich den ersten Stich mache und dann warte ich, bis der Gegner mit der Gabel reinkommt. Das heißt, das wird vermutlich so sein, dass ich, Gegner, Gegner, ich die Stichabfolge ist. Also wir schlagen zunächst, immer schauen, ob der Gegner nicht genug bekommt. In dem Fall haben wir nachgerechnet, der Gegner bekommt nicht genug. Wir spielen
Karo König aus und warten, dass der Gegner mir am Schluss die Gabel reinspielt. Wichtig ist natürlich nicht die Gabel öffnen, sondern mit der Herz beginnen, also anschießen. Ihm bleibt nichts anderes über, als hier noch einen Stich rauszuholen. Und jetzt gewinne ich mit der kleinen Eichelgabel. Gut, also was ist hier wichtig? Was wollte ich hier zeigen? Also was auch in dem Text erwähnt wurde, meist ist es keine optionale Entscheidung, ob wir stechen oder nicht stechen. Wenn nur noch eine Karte im Talon ist, ist meist vorgegeben, ob ich stechen muss oder nicht stechen. In dem Fall sehr eindeutig, ich muss stechen, sonst hat der Gegner den 40er. Und auf was wollte ich noch hier hinweisen? Eben auf die drei Stiche. Wenn ich drei Stiche habe, gewinne ich. Wenn kein erzwungener Stich dabei ist, hier war kein erzwungener Stich dabei, ich kann ja meine Stichabfolge sozusagen selbst wählen. Ich habe drei Stiche, gewinne das Spiel. Wenn ich die Gabel, die große Gabel habe, ist es meist so, ich mache den ersten Stich und dann warte ich, bis die Gabel reinkommt und gewinne das Spiel. Ja, wir gehen in das zweite Spiel hinein. Zu Beginn gibt es zwei Optionen. Entweder ich spiele Pik König oder Eichelkönig aus. Das ist jetzt im Prinzip ein Bauchgefühl. Wir schauen wieder zu Beginn, was sind für Ansager, was fehlt, welche Ansager fehlen. Also die Gefahr des 40ers ist wieder da und der Karo 20er ist noch offen. Der Gegner sticht hier mit Eichel 10 und tauscht jetzt aus. Hier spielt der Pik Bube rüber. Es gibt nur die Option, mit Pik Ass zu stechen. Jetzt habe ich folgende Situation, dass es im Prinzip zwei Möglichkeiten gibt. Entweder ich spiele Pik 10 oder Pik König. Es gäbe auch die Möglichkeit zuzudrehen, aber es ist relativ riskant, würde ich jetzt hier nicht machen. Da ich ein Adut schon gesehen habe, dass er ein Adut schon hat und ich würde hier nicht riskieren zuzudrehen, weil wenn er ein zweites Adut hat, verliere ich das Spiel. Ich entscheide mich hier für den Pik König. Ich möchte nicht, dass der Gegner sticht. Ich möchte lieber, dass ich jetzt reinhebe und nochmals ausspiele, weil eben die Gefahr vom Karo 20er auch da ist. Der Gegner gibt drauf mit Eichel Bube. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eine Option. Meines Erachtens bleibt hier nur noch das Eichel Ass zu spielen, da ich den Gegner unter Druck setzen möchte, weil sonst würde ich vermutlich verlieren. Ich möchte, dass der Gegner dann bei der letzten Karte im Talon ausspielt und ich eben die Entscheidung dann treffen kann. Und somit das Spiel selbst gestalten kann. Ich hoffe, dass er sich den 40er vielleicht zerreißt oder dass eben kein 40er mehr kommen kann. Und hoffe auch, dass der Karo 20er dann verschwindet. Ich spiele Eichel Ass. Er sticht mit Adut Dame, perfekt, der 40er ist weg, in Karo 20er habe ich auch sozusagen reingehoben, weil hier der König auftaucht und der Gegner spielt jetzt der perfekt rein, er spielt den Karo Buben aus, Karo 10 hätte Probleme bereits, Karo Bube ist für uns perfekt, es gibt jetzt nur eine Möglichkeit, ich muss Eichel Dame draufgeben, auf keinen Fall stechen, weil ich laufe Gefahr, dass der Gegner dann drei Adut hat und ich verliere somit. Der Gegner hat dann drei
Stiche. Und ich würde Gefahr laufen, dass ich das Spiel verliere. Also auf keinen Fall riskieren, weil wenn ich drauf gebe, gewinne ich das Spiel. Warum gewinne ich das Spiel dann zu 100%? Weil ich dann drei Stiche habe. Wenn ich die Eicheldame drauf gebe, bekomme ich ja dann den Adut Buben und ich habe somit drei Stiche, entweder die zwei Karo Stiche und die Pik, oder wenn er anders spielt, dann Adut Karo und Pik. Also ich habe fix drei Stiche. Der Gegner bekommt auch nicht genug, also ich kann man auf meine drei Stiche verlassen, Eichel Dame reinwerfen und wir gewinnen das Spiel. Schauen wir uns gleich an, wieso wir das Spiel gewinnen. Also hier müssen wir unbedingt drauf geben. Und wir sehen, der Gegner spielt Pik rein. Und jetzt kann ich die Stichabfolge so gestalten, ich, Gegner, ich, Gegner, ich. Also es wird jetzt vermutlich abwechselnd passieren, so wie es meist der Fall ist, wenn es um den letzten Stich geht. Wir können immer anschießen mit Adut. Also anschießen. Stechen, anschießen und stechen. Der letzte Stich bleibt bei uns und wir gewinnen somit das Spiel. Ja, also hier wollte ich nur mal herzeigen, dass wenn, wie gesagt, kein erzwungener Stich dabei ist, ich mit drei Stichen, wenn der Gegner vorher nicht genug kriegt, auf alle Fälle gewinne. Hier ist die Entscheidung ebenfalls wieder vorgegeben. Ich muss auf alle Fälle draufgeben. Also nicht unnötig in ein Risiko gehen, weil wenn ich draufgebe, gewinne ich zu 100% das Spiel. Ja, ich hoffe, unser Beitrag bzw. unser Video hat euch ganz gut gefallen. Sollte hier irgendetwas auffallen oder ihr habt irgendwelche Verbesserungsvorschläge, dann kommentiert gerne das Video. Beziehungsweise, wenn ihr in Zukunft gewisse Themen behandelt werden möchtet, könnt ihr auch in der Kommentarfunktion uns das reinschreiben. Wir sind froh über Feedback. Ansonsten wünsche ich euch ein gutes Blatt und bis zum nächsten Mal.